Wann immer sich die Industrie auf freiwillige Selbstkontrollen verpflichtet hat, hat das nur zu Katastrophen geführt. Ob es um Anschnallgurte ging, um Tabak, um Umweltverschmutzung. Jede Branche hat ein ureigenstes Interesse daran, nicht reguliert zu werden. Letztlich habe ich Jura studiert, um das Drehbuch der Tabakindustrie zu lernen. Was hat funktioniert, was nicht und warum nicht? Das alles ist für uns heute genauso wichtig. 26% of diabetes in America today is explained by sugar and sugar alone, nothing else. Is this widely accepted across the scientific community? Of course not. Is anything widely accepted across the medical community? This is very new. This just came out in end of February. But it has been embraced by a lot of scientists. Obviously, there are a lot of people who work on the other side who have not embraced it. Listen, even sogar ich sage, wir brauchen mehr Untersuchungen. Die Frage ist bloß, wie viele Untersuchungen braucht man, bevor man aktiv wird? Die Lebensmittelindustrie wird immer sagen, wir brauchen mehr Untersuchungen. Das ist ihre Methode, die Spielregeln zu ändern. Für sie können wir nie genug Forschungsergebnisse bekommen. Sie werden immer sagen, da brauchen wir aber noch mehr Untersuchungen und deshalb wird sich nie etwas ändern. Die Frage ist, wann hat man genug, um zu handeln? Wann übertrumpft die Politik die Industrie? We really have to think about, ask the question, how is it that in 2013 we're still debating whether there's a relationship between sugar consumption and diabetes? And this reminds me a lot of the tobacco discussion where you had tobacco executives sitting in front of Congress saying one after the other, tobacco has no relationship to addiction. I believe that nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. And I too believe that nicotine is not addictive. The fact is, wir haben bis heute nicht die grundlegenden Beweise, nicht einmal für Tabak- und Lungenkrebs, die die Tabakindustrie verlangt. Nämlich eine randomisierte, kontrollierte Studie. Die wäre nämlich ganz schön unethisch. Eine Gruppe von naiven Menschen dazu zu bringen, 20 Jahre lang zu rauchen, und hinterher schaut man sich an, ob sie Lungenkrebs bekommen haben oder nicht. Und beim Zucker verlangt man jetzt dasselbe von uns. Wir sollen eine Gruppe naiver junger Erwachsener zusammenstellen und in zwei Gruppen aufteilen. Die eine konsumiert zu viel Zucker, die andere nicht. Man kontrolliert 50 Jahre lang, was beide Gruppen essen, und schaut sich dann an, wer Herzkrankheiten und Diabetes bekommen hat. Wie soll man sowas bewerkstelligen? Now, how are you gonna do that?